So, Postbote war wieder da, war wieder fleißig, hat mir ein paar Pakete gebracht. Den PC Tower kennt ihr ja schon. Hier Elgato Stream Deck kennt ihr auch schon. Die zwei Pakete sind neu, Freunde. Jetzt habe ich fast alle Teile für meinen PC. Und ein einziges Teil fehlt mir noch, das wird nächste Woche geliefert. Und dann heißt es, Freunde, zusammenbauen, beziehungsweise zusammenbauen lassen, anschließen, alles rüberladen, alle Musikdateien, alle Programme, die ich auf meinem alten Rechner habe, kommen auf dieses gute Stück. Und dann, Freunde, heißt es streamen, wir geben Gas, Musik, zocken, auf was wir Bock haben. Ich habe so Lust drauf, ich freue mich schon sowas von. Und in diesem Sinne, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute will ich mit euch mal über Epidemic Sounds reden. Die ein oder anderen... Warum schaltet sich jetzt mein PC aus? Die ein oder anderen kennen wahrscheinlich die Seite bzw. den Anbieter. Für die Leute, die nicht wissen, was Epidemic Sound ist oder was die anbieten, ich kann es ja mal ganz kurz erklären. Und zwar, ihr wisst zum Beispiel, auf meinem Kanal läuft im Hintergrund von irgendwelchen Vlogs, wie zum Beispiel jetzt von diesem hier, läuft im Hintergrund immer ein bisschen Musik. Und man muss ja auf YouTube bzw. auch auf Facebook, Instagram, also den ganzen Social-Media-Plattformen darauf achten, welche Musik man verwenden kann und verwenden darf. Ich habe es halt immer so gemacht, ich habe mir meine Musik, die ich zum Beispiel für Vlogs hernehme oder für irgendwelche geilen Shots bzw. geile Aufnahmen hier vom Studio zum Beispiel, habe ich immer über NCS, also No Copyright Songs, genommen. Der größte Haken war für mich halt immer, NCS ist zwar cool, ist auch kostenlos, das heißt, ich könnte mir die Videos bzw. die Musikdateien mit einem YouTube-Converter runterladen und einfach unter mein Video packen. Ich habe immer das Problem gehabt oder ich habe einfach festgestellt, dass die Musik, die da angeboten wird zum kostenlosen Download, nie so meinen Wünschen entsprochen hat. Das heißt, ich habe zwar geile Musik gehabt, aber die hat einfach nicht zu meinem Style oder zu meinem Stil gepasst. Deswegen will ich mit euch mal über Epidemic Sounds reden. Ich habe schon vieles darüber gehört. Es benutzen auch sehr, sehr viele YouTuber, weil es einfach sehr, sehr simpel ist, sehr, sehr geil und man hat einfach alles, was man braucht, alles, was man will. Also von Musik her mäßig. Wir switchen jetzt auch gleich mal an den PC. Dann zeige ich euch mal, was man bei Epidemic Sounds sich alles runterladen kann. Der einzige Haken, beziehungsweise Haken ist es ja in dem Sinne nicht, man muss halt monatlich einen Beitrag zahlen. Ich glaube, das waren an die 12, 13, 14 Euro im Monat. Also das heißt, man muss so ein Abo machen, damit man die Songs, die Soundeffekte, jetzt wird es interessant, Leute, die Soundeffekte sich runterladen kann und hinter seinem Video packen kann, beziehungsweise unter Vlogs. Unter andere Videos, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, dass ich die Musik und die Soundeffekte einfach kostenlos nutzen kann. Und das Beste an allem ist, man kann auf Epidemic Sound, wie oft habe ich jetzt Epidemic Sound gesagt? Man kann halt auf dieser Homepage nach Genre suchen, das heißt EDM, Future House und sowas. Glaube ich zumindest, das werden wir jetzt gleich rausfinden, wenn ich hier an den PC gehe. Freunde, ihr seht schon, ich bin wieder fleißig am Musik produzieren. Normalerweise wäre ich jetzt beim Feiern. Es ist jetzt 22.10 Uhr. Wie gesagt, normalerweise wäre ich jetzt irgendwo auf einer Party oder so. Ich habe aber trotzdem Bock, für euch weiter Vlogs zu produzieren. Deswegen muss man Prioritäten setzen, Freunde. Ich werde jetzt in Zukunft auf mehrere Sachen verzichten. Müssen nicht, aber wollen, weil ich das einfach durchziehen will jetzt mit YouTube und mit der Musik. Deswegen werde ich auch ein bisschen Fitness runterschrauben und einfach die Zeit nutzen für Videos, für Projekte, für Musik und so weiter. Wie gesagt, wir switchen jetzt gleich an den PC. Und bevor wir damit aber anfangen, Freunde, muss ich euch nochmal kurz den Drop von meinem aktuellen Remix, der ja seit Monaten immer noch nicht released ist, kurz zeigen. Ich habe natürlich wieder alles verändert, ist ja klar. Ungefähr bei jedem Vlog, wo ich euch einen Teil von diesem Remix gezeigt habe, habe ich irgendwas verändert. Bei mir ist halt immer das Problem, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so. Ich habe mir alles hier in FL Studio, so gut wie es geht, selber beigebracht. Ich habe mir Tutorials angeschaut. Kurze Werbung, Freunde. Tutorials gibt es hier auf meinem Kanal, deswegen könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Das einzige Problem ist, bei mir, also Kick kriege ich hin, den Bass kriege ich gut hin, das Intro kriege ich super hin, mit den Vocals kann ich super arbeiten, aber das größte Problem, was ich bis jetzt noch habe, ist einfach der Drop. Ich mache mir das alles immer viel zu schwierig, ich will es einfach perfekt machen. Ich habe, wie gesagt, jetzt den Drop wieder verändert und ich mache es ja so, das habe ich euch auch schon mal erzählt, wenn ich einen Drop gefunden habe
Und ich sag so, geil, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Höre ich mir den immer wieder und immer wieder an. Und dann schließe ich das Programm, fahre den PC runter, gehe nach draußen und einfach mal ein bisschen alles wieder zu resetten. Gehör, Kopf freikriegen und mache am Abend zum Beispiel wieder den PC an und höre mir den Drop wieder an und denke mir so, what the fuck, was ist das für ein Scheiß? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kennt ja der ein oder andere genau diese Situation. Und jetzt habe ich den Drop wieder verändert. Ich will euch wieder reinhören lassen. Die ganzen Projekte, die ganzen Remixe, was ich damals angefangen habe, werde ich hier alles auf diesen neuen PC packen und damit fertig produzieren. Weil dieser PC, also mein alter PC, den werde ich dann verkaufen. Ich muss halt die ganzen Dateien noch runterladen, rüberladen, abspeichern und so weiter. Also das wird noch eine Menge Arbeit auf mich zukommen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz den Drop. Ihr könnt mir wieder parallel eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und nach dieser Preview, nach diesem Drop, starten wir mit Epidemic Sound. Es gibt nicht viel zu erzählen, beziehungsweise nicht viel zu zeigen. Aber es ist trotzdem vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Für mich ist es interessant, weil ich ja jetzt regelmäßig Videos hochlade und ich einfach gute Musik haben will, gute Soundeffekte. Ich hoffe, er gefällt euch, Freunde. Wenn nicht, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Sorry, Nachbar, dass ich dich jetzt aufweck, aber muss ich jetzt einfach machen. Ich hoffe, ihr hört was, Freunde. Hier unten dieser Part. So Leute, jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir switchen jetzt an den PC, schauen uns noch kurz Epidemic Sound an. Was geht eigentlich hier schon wieder ab mit meiner Cap? Genau. Let's go. So, Kopfhörer auf. Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den Drop nochmal in besserer Qualität. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung jetzt unter die Kommentare, beziehungsweise wenn ihr den Drop nochmal gehört habt. Ich starte ihn jetzt mal ab. Wo fangen wir denn an? Machen wir einfach mal hier. Let's go! Ich hoffe, er taugt euch, Mann. La la la, yeah. Woo! Genau, und jetzt muss ich euch den zweiten Part auch noch zeigen. Ist zwar der gleiche Drop, aber das hört sich auch ziemlich fett an. Und jetzt schön Vollgas im Club. You beat my drum hard. Du bist wieder textsicher. Chop! Sehen könnt, das ist die Homepage von Epidemic Sound. Nutzen echt so viele YouTuber und es haben mir auch viele von euch schon empfohlen, dass ich das nutzen soll. Ich war halt nie dafür bereit, irgendwie monatlich noch einen Beitrag zu zahlen, weil ich ja NCS hatte, also No Copyright Songs. Die kann ich euch auch mal kurz zeigen. YouTube, 10 Minuten warten, ist ja mein alter PC. NCS, könnt ihr einfach eingeben. Wartet ihr wieder, genau, und das ist der Kanal von denen, 24,3 Millionen Abonnenten. Hier gibt es halt so viele Tracks, so viel Musik, aber es ist halt nie das Richtige,
dabei, was ich halt immer suche. Und genau deswegen habe ich mir jetzt mal Epidemic Sound näher angeschaut, beziehungsweise habe ich mir gerade vor 5 Minuten angeschaut, aber ich habe schon so geile Sachen gefunden. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, also hier ganz normal die Homepage. Hier hat man die Möglichkeit zu durchsuchen, das ist die Library, also die Genre. Das finde ich so heftig, Leute. Vielleicht sind ja ein paar fette Beats dabei, wo ich darüber dann einen Mix machen kann. Das heißt, ich lade mir die Tracks dann runter. Ich werde jetzt auf jeden Fall 30 Tage lang, Epidemic Sound testen. Wenn fette Beats dabei sind, werde ich dazu einen Mix machen. Den lade ich auch dann hier auf diesen Kanal hoch. Hier Genre, alles Mögliche, was man haben will. Electronic, Dance, Hip-Hop, Pop, Land, Akustik, Rock. Also, was das Herz begehrt. Hier unten nochmal die Unterkategorien, was ich einfach so geil finde. Dann hat man noch die Möglichkeit, auf Stimmung zu gehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo gerade konzentriert an einem Projekt sitze, kann ich hier zum Beispiel Spannung auswählen. Können wir mal kurz reinhören. Ich gerade am Arbeiten. Alter. Hört sich das geil an, Freunde. Hier an der Seite sieht man sogar die BPM. Das ist ungefähr so heftig. Dann Möglichkeit, Tracks zu kaufen und zu downloaden. Ich habe es jetzt vorhin mal probiert, wo ich mich noch nicht angemeldet habe. Ich konnte so einen Soundeffekt, wahrscheinlich auch einen Titel, also einen Song, hätte ich mir auch runterladen können. Das hat funktioniert, aber ich habe gelesen, es ist dann noch nicht rechtlich. Das heißt, es kann passieren, dass Epidemic Sound, wie man auf YouTube schön sagt, eine Klage einreicht oder einfach sagt, nein, dieser YouTuber hat kein Abo bei uns, er zahlt keinen Monatsbeitrag, deswegen darf er die Musik nicht testen von uns. Er kann sie zwar runterladen, aber nicht in einem Video verwenden, solange er nicht ein Abonnent ist. Und ich gehe jetzt nochmal zurück, also Stimmung, gibt es alles Mögliche, traurig, laufen, geheimnisvoll. Also die Übersicht finde ich jetzt schon mal sehr, sehr geil. Wenn wir jetzt mal auf Alben gehen, da war ich noch gar nicht. Gut, da findet man wahrscheinlich Alben von irgendwelchen Produzenten, beziehungsweise hier zum Beispiel, was in den Trends gerade ist, Winterferien, what the fuck, Alter, ja, sogar Christmas Beats und, komm, wir gönnen uns jetzt mal kurz ein Christmas Beat. Also, der Beat ist perfekt zum Einschlafen. Soundeffekte, und Leute, da kommt jetzt der Haken. Soundeffekte, die habe ich so lange gesucht, wenn ich irgendwo ein Intro drehen wollte, irgendeinen geilen Shot machen wollte, wollte ich im Hintergrund schon immer so Vögelgeräusche haben. Das heißt, Vögel schreien, ich baue es im Video so ein. Habe ich nie gefunden, gab es auf YouTube nicht. Tiere, Wetter, können wir mal kurz reinhören. Windig. Alter, hört sich das geil an. Ich könnte jetzt direkt einschlafen. So, Schnee. Wie hört sich Schnee an? Okay. Hier gibt es so geile Soundeffekte, da werde ich mich auch noch ein bisschen durchfuchsen. Hier unten wieder Unterkategorien. Was haben wir hier noch? Neueste. Gut, das ist wahrscheinlich das, was gerade neu auf deren Internetseite released worden ist. Können wir mal kurz reinhören. Oh, der schöne 80er-Style. Junge, ist die Qualität heftig. Genau, hier an der Seite, wie gesagt, BPM. Genau sowas im Hintergrund für irgendwelche geile Vlogs. Und genau sowas habe ich gesucht. So, jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Part. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Pricing, also Preise gehen. Uns interessiert eigentlich nur die linke Spalte persönlich. Und hier wird nochmal erklärt, für was man dafür zahlt, also was man dafür bekommt. Für Einzelpersonen, die Inhalte auf ihrem persönlichen Kanal nachverfolgen bzw. verwenden wollen. Unbegrenztes Herunterladen von Tracks und Soundeffekten. Freigegeben für YouTube, also die ganzen Social-Plattformen. Unbegrenzte Ansichten und Anhänge oder Anhänger. Geld verdienen auf YouTube. Das heißt, ich darf den Song verwenden, darf Werbung schalten, damit Geld verdienen und 30 Tage kostenlos testen. Und genau das werde ich jetzt machen, Freunde. Das werde ich jetzt die nächsten Tage ausprobieren. Genau, hier kann man dann kostenlos testen. 13 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr.
Schauen wir mal, ob ich das dann weitermache. Aber allein mit diesen ganzen Soundeffekten ist mir eine kleine Idee eingefallen. Und zwar, wir könnten ja, wenn der neue PC fertig ist, wenn ich alles eingestellt habe, können wir aus Soundeffekten von Epidemic Sound einen Drop basteln. Das habe ich mir jetzt überlegt. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Es wird so eine kleine Challenge für mich, ob ich das überhaupt schaffe. Wir werden das alles mal testen. Wie gesagt, ich werde mir dann auch die ganzen Soundeffekte, die ich brauche, runterladen. Das war's eigentlich, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde, wie gesagt, jetzt Prioritäten setzen. Ich werde Gas geben, Fitness bisschen runterschrauben, bisschen mehr Vlogs wieder produzieren für euch. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann und ciao.